Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA Season. Quatsch, FIFA Season. Nochmal neu. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Heute mal eine Offline-Saison, weil da möchte ich natürlich auch mitleveln. Ganz einfach aus dem Grund. Punkteprognose 0. Das hört sich auch gut an bei 6 Punkten. Will ich einfach auch ein bisschen spielen, nur für Notfall, einfach noch so ein bisschen nebenverdienen. Weil das kann man auch spielen, wenn man mal sozusagen jetzt nicht so um die Online-Zeit spielt. Oder ein bisschen angepisst, dann kann man immer noch die... Komm, gucke. Bam. Fick sich durch, ich bin da richtig gut drin. Ja, nice. Nochmal, komm. Boah, beim ersten gescheitert. Okay, da muss man durchdribbeln, hat aber keinen Bock. Bisschen offline. Ich weiß gar nicht, welche Schwierigkeitsgrad es ist. Wie immer, Profi? Irgendwie sowas. Ich denke mal, dass ich das hinkriegen dürfte. Umstellung halt immer. Dass der Computer halt immer anders spielt wie Online-Spieler. Zum Beispiel kann man keine Tricks anwenden oder sowas. Den hab ich gekriegt. Aber dafür bringen die halt sowas. Das bringt ein Online-Gegner nicht. Und Soldado. Ja, toll. Nice. Was mache ich jetzt? Pedro. Was ne Flanke! Schade! Einfach so ein bisschen Just for Fun, ein bisschen offline. Wer es nicht gucken will, das nächste Mal kommt wieder online. Denke ich. Ich nehme es auch eher spontan auf. Eigentlich nehme ich ja immer online auf. Wer meine Videos kennt, weiß das. Das Juventus-Stadion hat neben erstklassigem Fußball nicht nur eine große Einkaufsmeile und ein Museum zur Vereinsgeschichte zu bieten. Nein, die Vereinsleitung hat sich da was ganz Besonderes ausgedacht und nach Hollywood-Vorbild einen Walk of Fame eingerichtet, auf dem die 50 verdientesten Juve-Spieler mit einem Stern werden. Ach stimmt, ich hab das Juve-Stadion. Ja, das Juve-Stadion, einfach weil ich es als erstes gezogen habe, habe ich mir ein besseres geholt. Weiß ich auch nicht, ob ich überhaupt ein anderes holen will. Ich finde es echt gar nicht schlecht. Stadium of Juve. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Was ist denn das? Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Ah, schade, Puyol. Oh, da fehlt es ein Abwehr. Oh, da fehlt ein Abwehr. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Ach komm. Die Laufbereitschaft hier. Das meine ich halt, sie spielt halt kein Online-Spiel. Ne? Nicht. Oh, Lauf. Soldado ist hier. Moppel. Aber da unten ist noch der nächste Moppel, Pedro. Jetzt sieht er ab. Und eiskalt verwandelt. Juhu. Pedro. Wie ihr seht, also ist auf jeden Fall nicht so anspruchsvoll. Ich denke, es ist auch nur Halbprofi oder Profi oder sowas. Halbprofi. Ganz einfach, weil die unteren Saisons einfach noch nicht so gut sind. Ist ja auch unterschiedlich, wie viel man da kriegt, ne? Wenn ich mich da ein bisschen eingespielt habe, mache ich vielleicht mal schwerere Seasons auch. Ich werde vielleicht auch mal eine Spezialfolge machen. Was ist eine Spezialfolge? Eine ganz normale Folge, wo ich auch mal jedes Ziel der Woche spiele. Also muss ich auch den Computer spielen können. So, und solche Pässe müssen wir halt kommen. Und dann muss der Fabregas einfach nur schießen. Nein! Scheiße! Der den geschossen, bitte. Geklärt. Ach, Ecke. Okay. Das zeigt Piqué mal oder Puyol, was für Kopfballtore sie können. Schade. Es klappt in der Aufnahme nicht. Ich schieße so oft, mach so oft Kopfballtore. In der Aufnahme habe ich noch kein einziges gemacht, oder? Habe ich schon einen Kopfballtore gemacht? Fabregas. Keine Ahnung, guck mal, Fabregas. Ich krieg da nicht mehr. Ah, den Schuss okay. Abgeblockt. Gut, ey. Dann, mach. Ich spiele noch so auf Zeit, die Computer, das mag ich auch nicht. Die war hier. Also ich spiele auch lieber natürlich online. Deswegen erstmal. Das heißt erstmal, ich spiele die ganze Zeit online. Was habe ich eigentlich? Fabregas. Nein, nicht zu dem! Tony, das macht und. Die sollen ja eigentlich beidfüßig sein, aber ja, der ist beidfüßig. Ja, also den kann ja, man aber also mit links aus dem Winkel, ja, das liegt am schwachen Fuß.
Torschussstatistik. Sie sagt so einiges aus. Oh. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ich nehme auch gleich noch mit Niki Saison auf. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Oh. Okay. Oh, jetzt hol ihn dir. Nein! Nein! Boah, kassierst du. Kassierst ist Hammer. Bin ich echt froh, dass ich den hab. Gerade, dass ich den auch gezogen habe, natürlich. Ist ja keine Selbstverständlichkeit. Jetzt hätte ich da 80.000 für. Überleg mal, ich würde jetzt noch mit so einem geraubten Torwart spielen, der gar nichts kann. Also, ich laber jetzt wahrscheinlich voll Bullshit. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ich kenne mich nur Bundesliga aus. Das ist apropos Bundesliga. Ich überlege auch, ob ich mir dann irgendwann mal ein Bundesliga-Team machen soll. Also, das müsste echt sein. Unser Körper rollt der Ball in Fern. Also. What? Hä? Okay. Muss man akzeptieren. Also, das ist mein Bundesliga-Team. Problem ist natürlich, dazu bräuchte ich natürlich erstmal ein bisschen Geld. Und ich habe gerade nur 40.000. Jawohl. Das heißt, es wird am Anfang nichts Gutes. Fabregas ist natürlich ein fantastischer Mittelfeldregisseur, aber der hat nicht nur Spielmacherqualitäten. Er ist extrem gefährlich bei Standards. Ich könnte ja gleich mal schauen und dann sage ich euch mal, ob das funktionieren könnte. Da hätte er Schwierigkeiten kriegen können. Warte einfach mal ein bisschen. Ob das funktionieren könnte mit dem Bundesliga-Team. Wenn es klappt, wäre das natürlich geil. Ich denke auch nicht, dass, also außer Ribéry und Robben und so was weiß ich. Mandzukic habe ich ja auch noch. Denke nicht, dass es allzu teuer ist. Einen guten Spieler kriegt man schon für 30.000, also einen richtig guten. Ich weiß nicht, Schweinsteiger oder so, das braucht jetzt mehr. Müller könnte ich mir ja holen. Ich weiß nicht, für der jetzt wert ist aber nicht. Also nach der Champions League ist der schon auf 4. Piqué. Erstmal einen langen Ball runtergespielt. Richtig geil für Online-Spieler, auch solche Bälle. Juan Frank. Oh, lauf. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz hier. Jetzt hol dir den Ball. Jetzt holt er den nicht raus. Ivan. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Okay, gerettet. Boah, warum holt die denn nie den Ball? Ivan. Danke, dass du mir einen Spieler wechselst. Finde ich richtig. Finde ich ein bisschen übertrieben. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus. Kann man einstellen, ich weiß, ich spiele überstanden. Ja, das ist das alte Spiel vom Kleinen gegen den Großen und jeden. Ja, ich bin mal auf. Und das ist der Mittelanstoß. Jetzt zeige ich mal, warum es das nicht bringt. Die wissen immer genau, welche Tricks man einsetzt. Die anderen würden einfach vorbei rennen. Jetzt kommt Poker. Jetzt kommt Poker. What the? Warum bleibt er stehen? So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Nice. Kumpel von mir hat aus einem Standard-Pack, hat aus so einem geschenkten FIFA-Set, den man am Anfang kriegt, wenn man vorbestellt hat, hat der Reus EF gezogen. Da bin ich ihm so übelst neidisch. Soldado. Das heißt, da bin ich ihm neidisch. Ne, da bin ich einfach nur so richtig neidisch. Ah! Weil ganz ehrlich, richtig geil wäre, wenn ich sowas beim Pack Open. Wer kriegt das mit so einem Gratis-Set? Das hat mich ein bisschen angelockt. Oh, was ein Pass! Nein! Der Peter ist so ganz geschistig, ne? Erstmal war das nichts mit dem Doppelpack, aber ich glaube, das kommt. Ich weiß auch gar nicht, wir haben jetzt nach dem gewonnenen Spiel jetzt 9 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie man braucht. Den Rest werde ich auf jeden Fall mal. Fabregas. Buschi, wer ist für dich heute der Schlüsselspieler bei Arsenal? Macht also ganz ehrlich, Fabregas, das ist schon eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Er diktiert das Tempo. Er hat die Fäden in der Hand. Klasse Vorstellung.
Oh, wie geil, diese Soundbugs. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und das sieht nach einer guten Torschance aus. Also bei mir war das nämlich ein bisschen ab und zu so. Es war einfach der Ton meiner Torausgabe. Gar nichts an. Soldado, weißt du was? Kann man so machen. Ja, so viel zum Thema. Soldado und Beweglichkeit ist halt. Ja, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wer mein bester Torschütze ist. Ich glaube nicht Soldado, auch wenn er mein Mittelstürmer ist. Soldado. Fangen wir den mal. Und! Junge, warum schießt der nicht? Aber leider kommt er nicht an. Nur auf 5 Minuten, okay. Was für ein Tor! Schieß doch! Oh. Und jetzt! So. Dann schauen wir mal. Scheiße. Piqué. Soldado. Ja! Und? Pass auf, Soldado! Boah, was ein Tor, Junge! Richtig aussehen. Einfach nur geil, ja? Also wie gesagt, aber offline ist auch nicht so. Die verstehen nicht sich so blind. Anspruchsvoll jetzt gerade in der Liga. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ich glaube, ich so eine Mischung aus Halbprofi und Profi gewählt so jetzt Saison. Das kann man sich ja davor aussuchen. Für die, die spielen, wissen das bestimmt. Richtig. Hoher Ball, weiter Ball. Super Form. So, jetzt zeigt mir extremes Selbstvertrauen. Und das macht die Mannschaft um einiges stärker. Hätte ich natürlich sicher machen können, aber. Was? Das muss einen Freistoß geben. Warum gibt es jetzt Geld? Jetzt gibt es hier die lustigen Holzhackerwurf. Möchte mir ganz kurz ein Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Also, ich würde mal sagen, Tritt ins Genick, muss nicht unbedingt Geld das heißt, geben. Also, er muss etwas verändern. Ja, darum okay, akzeptiere ich, dass er da falsch ist. Geilen Pass einfach nur, würde ich mal behaupten. Und bam! Jetzt bin ich nur ein, Salto, kann ich nicht hin. So viel zum Thema. Klasse. Scheiße, was? 69. Okay, ich bitte. So langsam Total muss es bei Ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. 3:0. Das packen die anderen nicht mehr. Einfach zu deutlich ist die Führung. Soldado. Schuss! Boah, was ein Bolzen. Was eine Rakete. Das könnte was werden. Schade. Das ist zu schön. Aber kann ich auch zu schön. Die war hier. Ich kann ja gleich nochmal so ein Dribbling mit Pietro versuchen. Erstmal Soldado hinten aushelfen, der Abwehr. Es wird gewechselt. Immer gut. Weil er auch so viel Treffer hat. Oh, da hat er Situation gehabt. Ja, wurde geklärt. Der Computer weiß halt sozusagen, wo man rauskommt nach dem Treffer. Das hat man. Ich finde es schade, dass man das nicht gegen Computer auch üben kann. Gerade so Tricks. Das geht halt leider nicht. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Komm schön. Die Spieler warten auf die Ecke. So. Jetzt hauen wir den darüber. Komm, weg. Das nennt der Abiturient antizipieren. So. Und jetzt liest die Situation kommt und ein Soldado Dribbling. Wie man es kennt von ihm. Aus. Was ist das? Nein, das ist doch scheiße. Oh Mann. Solche können wir mal reingehen. Mensch, ich schaffe nie so schöne Tore. Komm, ich mache einen richtig geilen Longshot mit Fabregas, würde ich sagen. Komm, gib mir Fabregas. Gib mir Fabregas. Fabregas. Fabregas müsste der da sein, oder? Ja, guck mal, ich mal. Ja, nimm mir doch den Ball weg. Ich krieg ihn noch, ey. Warum lässt du mich nicht einfach schießen? Scheiße. Er sich beim Schuss überhaupt nicht konzentriert. Fast schon überheblich. Das wäre ja ein Ding gewesen. Da fasst er sich ein Herz, zieht ab und ist beinahe auch noch erfolgreich. Was ist? Eine knappe Kiste, in der Tat. Das Nester. Die Zeit zum Wechseln Nester, ist gekommen. Kommt, ist ein ganz alter Italiener. Wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich natürlich nicht, dass der Nester ist. Sauber geklärt. Soldat. Ist das ja der Nester? Oh,
Auf diese Abwehr ist Verlass. Bam! Und so macht man das, Benjatz. Gar nicht schlecht. Hat er mal endlich was gezeigt. Das hat man auch. Übrigens, unten links sieht man jetzt gerade meinen Button. Ja, das sehen wir hier nochmal. Da habe ich mir jetzt endlich mal das Originale hier ja, hätte er davor von so einem Castilla oder sowas. Das sieht ja wirklich genauso aus. Tja, also, manchmal sind die Dinge im Fußball eben doch vorhersehbar. Der Goliath gibt sich keine Blöße. Und der David muss herrlich gemacht. Bam! Schau's ihm rein. Jawohl! So, dazu nehmen wir es total spektakulär. Heißt der und noch eins und noch eins. Meine Güte. Ja, jetzt so, schau dir mal an, 15-0. Ja, das ist eine klasse Geschichte. Ich hoffe, du ja, zur Sicherheit stellst du mal auf Defensive. Düster aus für die Mannschaft, also, die zurückliegt. Weg damit. Oh, nicht da den Ball verlieren. Und auch noch 5 Tore. Mindestens. Oh, Pedro läuft. Und wenn Pedro läuft, dann heißt das Tor. Nicht ein starkes Alto. Besser. Er hat den Tag der Tage erwischt. Sein drittes Tor am Stück. Unfassbar. Wirklich. Ist ja erst das zweite Mal. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer Einsatz. Komm, wir mal. Nochmal die Führung ausgebaut. Komm schon. Jetzt gerade ein bisschen. Und damit ist das Spiel vorbei. Knappe Geschichte. Tolles Gefühl, da nicht mehr im Keller 6-0. Und mit was für einem also Spiel sie sich hier gerettet haben. Wahnsinn. Ey, ganz im Ernst. So, liebe Zuschauer, das war's für Spiel, heute. Würde ich sagen. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage. Ja, genau. 525 Münzen. Einfach nochmal so. Cash. Und wie gesagt, ich schaue jetzt mal wegen Bundesliga-Team. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge FIFA Ultimate Team. Bis, tschüss.